In einer festlichen Jubiläumsfeier, die in der neuen Schule in Wolfsburg stattfand, wurde das 25-jährige Bestehen des Regionalverbund für Ausbildung gefeiert. Der RVA hat sich seit seiner Gründung vor 25 Jahren als eine der bedeutendsten Organisationen in Wolfsburg und Umgebung etabliert, die sich der Förderung der beruflichen Ausbildung verschrieben hat. Die Jubiläumsfeier war geprägt von einer herzlichen Atmosphäre, in der nicht nur die Erfolge des RVA gefeiert wurden, sondern auch diejenigen, die durch die Organisation eine transformative Reise angetreten haben. Während der Feier sorgte das Schulorchester für die musikalische Untermalung und trug dazu bei, die festliche Stimmung zu unterstreichen. Es gab jedoch nicht nur Musik und Ansprachen, sondern auch die Anerkennung und Würdigung von 4 Auszubildenden, die ihre Ausbildung trotz großer Hürden erfolgreich abgeschlossen haben. Für ihre außergewöhnlichen Leistungen erhielten sie Urkunden, die ihre Entschlossenheit und ihren Ehrgeiz hervorhoben. Iris Bothe, Vorstand des RVA, betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung der beruflichen Bildung und die Rolle, die der RVA bei der Förderung von Auszubildenden spielt, und lobte das Engagement und die harte Arbeit des RVA-Teams. Das RVA-Team muss sich deshalb weiter qualifizieren, hat sich breiter aufgestellt und immer wieder nach neuen Möglichkeiten für die optimale Betreuung gesucht und sie auch implementiert. Und wenn ich an die Ergebnisse denke, dann muss man sagen, dann haben wir teilweise 90 bis 95% Abschlüsse, erfolgreiche Abschlüsse unserer Auszubildenden. Das kann man bei vielen anderen Ausbildungsbetrieben nicht sagen. Deswegen sind wir da auch sehr, sehr stolz drauf. Und die meisten unserer Auszubildenden finden eben auch eine Anschlussbeschäftigung. Christine Panse, Geschäftsführerin des RVA, hob die vielfältigen Partnerbetriebe hervor, die den Auszubildenden auf ihrem Weg zum Erfolg geholfen haben. Sie betonte die Relevanz einer starken Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Ein Dank möchte ich an die Partnerbetriebe, an unsere Kooperationspartner richten, an jedes einzelne Einzelhandelsunternehmen, an jede Handwerkerfirma oder auch an jede Arztpraxis, denn ohne die wäre eine Ausbildung in diesem Modell, wir sprechen immerhin von der dualen Berufsausbildung, nicht möglich. Und deswegen mein Dank an jeden Ausbilder, Geschäftsführer, Meister, der diese Ausbildung mit unseren jungen Menschen begleitet. Dennis Weilmann, Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, würdigte die Rolle des RVA als einen wesentlichen Bestandteil der lokalen Bildungslandschaft. Er betonte, wie die Organisation die Stadt Wolfsburg und ihre Einwohnerinnen und Einwohner positiv beeinflusst hat. Ja, herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren RVA. Jubiläum, der für die Städte Wolfsburg und den Landkreis Gifhorn und den Landkreis Helmstedt. Freut mich sehr, dass wir hier diesen besonderen Meilenstein hier auch heute gemeinsam feiern können. In den vergangenen 25 Jahren hat sich der RVA unter der Leitung von Frau Panse als bewährter Partner für junge Menschen mit Ausbildungshemmnissen in unserer Region bewährt und einen unverzichtbaren Namen gemacht. Die Jubiläumsfeier des RVA war nicht nur eine Gelegenheit, auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückzublicken, sondern auch ein Aufruf zur weiteren Unterstützung und Förderung der beruflichen Bildung. Der RVA in Wolfsburg bleibt ein leuchtendes Beispiel für die positiven Veränderungen, die durch Bildung und Zusammenarbeit möglich sind.